Ja, moin moin aus Prag. Das Mühlenfest 2022 ist jetzt eröffnet und wie immer hält das Wetter zu uns. Es regnet nicht, die Sonne kommt gerade raus und ja, viel Spaß. Guck mal, was wir hier so alles haben dieses Jahr und genießt den Tag. Für mich ist es natürlich eine super Sache, hier im hohen Norden zu sein. Extra angereist fürs Mühlenfest und ich bin beeindruckt, wie viele Menge an Menschen heute da sind. Also Respekt. Ja, ist unglaublich. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemiepause, wenn man so will. Aber ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit, nach der Pandemie mal wieder solche Sachen zu machen. Ich glaube, wir gieren alle danach und ja, also ich zumindest. Und man sieht, totaler Erfolg. Also was hier los war, Hammer. Man geht zum Bäcker oder man geht vielleicht auch in den Supermarkt und sieht Brot. So. Wie entscheidet man jetzt? Ob das Brot gut ist oder nicht. Eine gut ausgebackene Kruste. Und das sieht man hier eigentlich auch ganz gut, dass wir hier ein schönes Farbenspiel haben. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass das Brot am Ende des Tages lange frisch hält. Jetzt sehen wir den Läuferstein, der hat in der Mitte ein großes Loch, da fällt das Getreide hinein und im Fußboden ist ein zweiter Stein, der bewegt sich nicht und zwischen diese beiden Steine fällt das Getreide und wird langsam zermahlen, bis es hier außen als fertiges Backschrot liegt. Und wenn man jetzt genau hinguckt, hat der obere Stein so einen Mitnehmerklotz. Der schiebt das immer fleißig dann im Kreis hier außen rum bis hier vorne. Da ist im Fußboden ein Loch und das Loch darunter ist direkt der Sack, sodass der fertige Backschrott direkt in den Sack fällt. Das war perfekt, mega. Hier ist richtig was los. Regenschauer haben wir auch überlebt. Also ich kann nur sagen, top Veranstaltung. Hat es euch gefallen? Ja. Fand's auch gut. Fand ihr die Mühle gut? Ja. Genau. Ja, sehr gut. War auf jeden Fall sehr interessant heute. Und auch für die Kinder ein gutes Programm. Ja, das hat schon gepasst. Ja, es war sehr schön. Es war voll, aber es war tatsächlich schön, gerade für Kinder. Es hat sich ja viel geändert, ne? Ja. Vor 2 Jahren waren wir hier, da war hier noch ein großes Gebäude. Ja, und Brötchen, Brot und allem drum und dran immer lecker. Die Qualität stimmt. Und wir kaufen auch unserem Ort ein, die Bürgermühle. Ja, ihr Lieben, das Mühlenfest 2022 neigt sich dem Ende, aber nächstes Jahr geht es natürlich wieder ab und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.